Maria, ihm schmeckt's nicht. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mittlerweile sind ja Sommerferien, aber ich denke, aufgrund der Situation gerade fahren viele nicht in den Urlaub, mussten ihren Urlaub canceln. Mir ging es zum Beispiel so. Ich möchte euch heute eine Alternative anbieten, nämlich meine Lieblingsbücher für Balkonien. Das sind Bücher zum Wegträumen, zum Gedankenreisen, zum Reisen mit Büchern anstelle des richtigen Urlaubs. Ich würde sagen, wir reden gerade nicht groß drum rum und legen los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Unsere erste Bücherreise führt uns ins historische Südamerika. Und zwar habe ich mir hier Das Perlenmädchen von Barbara Wood ausgesucht. Hier geht es um Tonina, die beste Perlentaucherin ihres Stammes ist. Die lebt auf einer Insel an der südamerikanischen Küste. Und die muss ihren Stamm verlassen, denn ihr Großvater ist sehr krank und am Festland gibt es angeblich eine Pflanze, die ihn heilen kann. Weil sie eine gute Schwimmerin ist, schwimmt sie dann zum Festland und trifft dort in der Hauptstadt der Maya Chuck. Chuck, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Chuck ist ein sogenannter Wettkämpfer und wird durch eine Intrige mehr oder weniger zum Tode verurteilt. Tonina kann ihn retten und flüchtet mit ihm durch den Dschungel. Dabei stoßen die beiden auf Hinweise von Toninas Vergangenheit. Beziehungsweise ihrer Herkunft. Sie ist nämlich immer ein bisschen anders gewesen als die Leute in ihrem Stamm. Sie sieht anders aus und war so ein bisschen so eine Außenseiterin. Aber jetzt erfahren wir vielleicht warum. Ja, im Kern ist das eine ganz normale Barbara Wood-Geschichte, eine Romanze in einem schönen Reiseort. Aber halt mit dem besonderen Bonus, dass es eben mal nicht im 19. Jahrhundert spielt, sondern deutlich früher eben zur Maya- und Inka-Zeit. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen lehrreich, man lernt so ein bisschen was über die Kultur damals. Ich fand es sehr schön und man fühlt sich hier sehr im südamerikanischen Dschungel. Man merkt sogar so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit beim Lesen tatsächlich damals. Ideal, wenn man eine Südamerika-Reise plant. Mein Reisetipp Nummer 2 ist eins meiner Jahreshighlights aus dem Jahr 2019 und zwar Albert muss nach Hause von Homer Hickam. Das spielt in den 1960er Jahren und hier geht es um Homer Hickam Senior, der seine Frau Elsie sehr, sehr liebt, aber Elsie liebt Albert sehr. Und Albert ist ein Alligator, der bei ihnen im Badezimmer wohnt. Sie hat diesen Alligator von einem Jugendfreund geschenkt bekommen, von ihrer großen Jugendliebe und kann seitdem nicht von ihm lassen. Albert ist für sie wie so ein zahmer kleiner Hund. Nach diversen Bisswunden und Auseinandersetzungen mit diesem Alligator entscheidet Homer entweder der Alligator oder ich. Und schweren Herzens entscheidet sich Elsie, dass der Alligator weichen muss, aber nicht ohne, dass sie ihn persönlich nach Hause bringen in seinen natürlichen Lebensraum. Homer packt also den Alligator und ein paar Schnittchen in sein altes Auto und die beiden fahren los von West Virginia nach Florida, um den Alligator in seinen natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Und naja, mit dem Beginn dieser Fahrt nimmt eine derart verrückte Geschichte ihren Lauf, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass sie wirklich passiert ist. Tatsächlich hat hier Homer Hickam aber die Geschichte seiner Eltern aufgeschrieben. Man sieht hier auch hinten drin in der Danksagung sogar ein Foto von der Mutter. Das ist Elsie. Ja, und sie hat ihm eben immer diese Geschichten von Albert und dieser Reise erzählt, immer so häppchenweise. Und er hat sie dann irgendwann aufgeschrieben. Ich habe Tränen gelacht, während ich dieses Buch gelesen habe. Es ist wirklich fantastisch lustig geschrieben. Die Figuren sind wahnsinnig absurd, das Setting ist wahnsinnig absurd und genau das macht diese Geschichte so wahnsinnig cool. Man macht hier einen etwas durchgeknallten Roadtrip durch die USA und ich kann es nur jedem empfehlen, der auf Roadtrip-Geschichten steht, die so ein bisschen crazy sind. Mein nächster Reisetipp ist ein Klassiker seines Genres und zwar ist das Mit dir an meiner Seite von Nicholas Sparks. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch Leute gibt, die noch nie von diesem Buch gehört haben. Trotzdem wollte ich es nicht unerwähnt lassen. Hier geht es um Ronnie, die ist 17 Jahre alt und so voll in ihrer Großstädter-Pubertätsphase. Und die wird über die Sommerferien zusammen mit ihrem Bruder zu ihrem Vater geschickt. Der lebt in einem kleinen Küstenort in North Carolina, in dem, wie sagt man so schön, der Hund begraben liegt. Sie hat da überhaupt keinen Bock drauf und bemüht sich wirklich sehr, das alles ganz furchtbar scheiße zu finden. Sie ist die perfekte pubertierende Zicke. Sie behandelt alle Leute wie Dreck, insbesondere ihren Vater, bis sie Will trifft. Will ist ein Dorfbewohner und so in ihrem Alter und zwischen den beiden funkt es ordentlich. Und dann taut Ronnie so ein bisschen auf. Aber es wäre ja nicht Nicholas Sparks, wenn hier jetzt nicht noch die eine oder andere Katastrophe passieren würde. So entdeckt sie zum Beispiel ein schwerwiegendes Geheimnis ihres Vaters und ein gewalttätiger Typ versucht auch alles, um ihre Beziehung zu zerstören. Dieses Buch ist für mich so das Sommerbuch aus meiner Teenie-Zeit. Einmal natürlich durch das Küstensetting, weil es eben sowieso im Sommer spielt, in den Sommerferien. Aber es hat eben auch dieses Urlaubsflair. Man fühlt sich eben wie im Urlaub. Das ist eine schöne Urlaubsromanze mit Tiefgang. Oh,
Ja, also für die paar Leute, die es noch nicht kennen, kann ich trotz Hype empfehlen, es nachzuholen. Und auch der Film ist tatsächlich nicht schlecht. Das ist eine der wenigen guten, okayen Buchverfilmungen, die ich so kenne. Für alle, die eher Bock auf einen Städtetrip hatten, habe ich hier Das Beste von allem von Rona Jeff für euch. Das ist ja unter anderem bekannt aus der Serie Mad Men. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Ich nicht, hust. Ja, das ist quasi die Urmutter von Sex and the City. Hier geht es nämlich um 5 Frauen, die in New York der 50er Jahre auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen versuchen, ihr Glück zu machen. Also eine ist zum Beispiel frisch getrennt. Das ist ja in den 50ern mehr oder weniger eine Todsünde. Und hat beschließt, anstatt dass sie sich wieder einen Mann sucht, schlicht und einfach macht sie sich jetzt selbstständig und nimmt einen Job in New York an. Eine will dagegen genau das Gegenteil. Die möchte einfach nur den perfekten Mann finden und endlich a ring on it putten, ne? Aber sie möchte natürlich auch ein bisschen Geld haben und treibt sich deswegen immer in der High Society rum mit diversen Golfspielern. Ja, das Buch ist tatsächlich neben der Tatsache, dass es sehr viel Ähnlichkeit mit Sex and the City hat, auch ein sehr schönes New York-Porträt. Also ich habe das Gefühl nach dem Buch, ich kenne mich sehr gut in New York aus, obwohl ich noch nie da war. Ja, also wer Bock hatte auf eine Städtereise, eine New York-Reise, dem kann ich empfehlen, zu diesem Buch zu greifen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Eins meiner Lieblingsbücher sogar. Machen wir weiter mit Asien. Und zwar mit, wie der Titel schon verrät, Crazy Rich Asians. Das war ja auch ein totaler Hype letztes Jahr. Hier geht es um Rachel, die von ihrem Freund Nick nach Singapur eingeladen wird, um dort seine Familie kennenzulernen. Die will ich da ein, macht sich gar nicht groß Gedanken, bis sie dann First Class nach Singapur fliegen und ihr auffällt, dass Nick ihr ganz zufällig verschwiegen hat, dass er einer der reichsten Familien der Welt entspringt. Ja. Und in Singapur gelandet, erlebt Rachel dann den Kulturschock ihres Lebens. Sie landet in der highest society you can get und erlebt aber auch alle Schattenseiten des Geldes und des Standes. Natürlich ist niemand damit einverstanden, dass Nick eine nicht standesgemäße Normalsterbliche mitbringt zur Familie und dann auch noch ernsthafte Absichten mit der Tante hat. Und das Buch ist einerseits super lustig, andererseits ein ziemliches Drama. Hier geht es viel um Mobbing, aber ich habe die meiste Zeit des Buches sehr, sehr viel gelacht. Ja, und es zeigt sehr gut diese singapurische Melting-Pot-Kultur, die ich total spannend finde, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt auf High Society nicht mehr so Bock habe, ganz ehrlich. Wenn ihr Gossip Girl gut fandet, werdet ihr das hier sicherlich auch mögen. Das ist ja auch verfilmt worden. Hier fand ich den Film allerdings eher nicht so toll. Beziehungsweise der Film war witzig, aber das Buch war um Längen besser. Also, gute Empfehlung. Ich habe die anderen beiden Teile noch nicht gelesen, aber die stehen auf jeden Fall auf meiner TBR-List für dieses Jahr. So, dann habe ich noch ein Buch, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Das steht bei meinen Eltern und zwar Maria, ihm schmeckt's nicht von Jan Weiler. Das ist eine autobiografische Geschichte und ihr erzählt Jan Weiler sehr, sehr lustig, wie er seine Frau geheiratet hat. Sie ist nämlich Italienerin und auch wenn sie in Deutschland aufgewachsen ist, besteht ihre Familie darauf, dass die Hochzeit in Italien stattfindet bei ihrer Familie und die ganze Großfamilie da mit involviert ist. So muss der arme Jan, der damals ein mehr oder weniger mittelloser Journalist ist, zusammen mit seiner Frau in einem klapprigen alten Wagen nach Italien fahren und erlebt da die volle Breitseite italienischer Familie, La Familia-Kultur. Das treibt ihn gelinde gesagt ein bisschen in den Wahnsinn. Und da passieren einige sehr, sehr lustige Sachen. Ich persönlich bin ein riesen Italien-Fan. Ich liebe ja auch Donna Leon-Bücher. Und Jan Weiler ist ein fantastischer Autor. Ich habe mir damals das Buch auch signieren lassen, tatsächlich. Ja, also wenn ihr Italien liebt, werdet ihr dieses Buch sowieso lieben. Aber mal abgesehen davon, dass es wirklich extrem lustig ist, insbesondere weil vieles davon halt wirklich passiert ist, wie er selber sagt, gibt es einem auch wirklich schön dieses Italien-Mittelmeer-Feeling. Es ist ein richtig schönes Setting in so einem alten italienischen Dorf. Auch hier gibt es einen Film, der war okay. Ich finde das Buch viel, viel besser. Also wenn ihr das Buch noch nicht kennt, lest es unbedingt. Das ist eine Riesenempfehlung. Und generell, lest mehr Jan Weiler. Der Typ ist super. Und zu aller guter Letzt habe ich hier noch mein absolutes Jahreshighlight aus dem letzten Jahr, nämlich Der Buchliebhaber von Charlie Lovett. Die Geschichte erzählt einerseits von Arthur Prescott, der so ein totaler Einsiedler ist. Er ist Professor an der Universität in Südengland irgendwo, in einem kleinen Dorf. Und das einzig Interessante, was es da sonst noch gibt, ist eine alte Klosterkirche, glaube ich, so eine anglikanische Klosterkirche.
Und die hat eine Bibliothek, in der der Arthur seinen ganzen Tag im Prinzip fristet. Seine gesamte Freizeit verbringt er da. Er soll hier einen Kirchenführer schreiben, also so diese Bücher, die man in Kirchen immer bekommt, wo halt dann über die Architektur und die Geschichte der Kirche erzählt wird. Kommt damit aber nicht so richtig weiter, weil diese Kirche eine Schutzpatronin hat, die heilige Evolda, über die er so gut wie gar nichts finden kann. Es soll wohl ein verschollenes Buch geben, wo ihre Geschichte aufgeschrieben ist, aber er findet es nicht. Das ist nicht in der Bibliothek, es fehlt und er findet nichts über diese Frau raus, möchte sie aber gerne erwähnen. Und dann kommt irgendwann eine Amerikanerin in dieses Dorf, die heißt Bethany, die ist, ich glaube, Mitte 20 und soll die Bibliothek digitalisieren, denn die Bücher sollen verkauft werden. Arthur kann die auf den Tod nicht ausstehen. Sie stört seine Ruhe in dieser Bibliothek. Er findet generell alles Digitale ganz furchtbar. Er findet eine digitale Bibliothek total ätzend und die beiden streiten sich wirklich permanent. Bis sie mehr oder weniger zufällig zusammen auf ein Geheimnis stoßen, das sie Richtung diese Evolda-Geschichte führen kann. Und dann entschließen sie sich, zusammenzuarbeiten. Sie hilft ihm eben bei der Erstellung dieses Kirchenführers und dafür lüften sie zusammen dieses Geheimnis. Ja, am Ende stellt sich raus, dass die ganze Sache doch ein bisschen größer war, als die beiden gedacht haben. Die Geschichte hat mehrere Zeitstränge. Es wird einerseits erzählt aus der Sicht von Arthur und Bethany, andererseits aber auch, ich glaube, beginnt noch im späten Römischen Reich mit der Entstehung dieser Klosterkirche, die dann so nach und nach eben entwickelt wird. Da wird erzählt, wie die gebaut wird, wie bestimmte Altarfresken und sowas gemacht werden, Schnitzereien im Altar und auch wie die Bibliothek gebaut wird und so weiter. Erinnert so ein bisschen an so eine Light-Version von den Robert Langdon-Thrillern, also es geht auch um ähnliche Geschichten. Ich habe das Buch verschlungen, während ich letztes Jahr im Urlaub war. Für alle, die es nicht so heiß mögen und gerne sich so ein bisschen in so Mittelalter-Mystery-Geschichten verlieren, für die ist dieses Buch eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, ist mein persönliches Jahreshighlight letztes Jahr gewesen. Ganz, ganz groß. So, das waren jetzt meine persönlichen Reisetipps für Balkonien 2020. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt würde mich noch interessieren, wo ihr in Form von Büchern hinreisen wollt dieses Jahr. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten freue ich mich auch sehr über jeden neuen Abonnenten. Ja, und wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.